Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Heute will ich euch ein Case zeigen, das designmäßig und optisch ein echter Hingucker ist. Das ist nämlich das Sandcase von Elago und ihr seht schon, da bewegt sich einiges da drin. Und das hier ist jetzt die Variante fürs iPhone 11, gibt es aber auch fürs 11 Pro und 11 Pro Max. Ich verlinke euch alles hier unten in der Videobeschreibung. Aber erst schauen wir uns das Case nochmal genau an. Also, wir haben hier drin Sand. Das hier ist gelber Sand auf blauem Hintergrund und ja, bei dem Sand ist noch Öl mit dabei und wenn man das dann so kippt, dann fließt eben der Sand hier im Case so schön hin und her und das gibt sehr schöne optische Effekte. Also da spielt man echt gerne mit rum, sieht immer wieder schön aus. Es gibt das auch mit verschiedenen Aufdrucken, ich habe hier nur Hello und da gibt es noch diverse andere. Schaut es euch einfach mal in dem Link in der Videobeschreibung an, wenn ihr Interesse habt. Und ja, das ist hier schon mal die Besonderheit. Also wir haben hier hinten eine Transparentrückseite. Das ist ansonsten ein TPU-Case. Das heißt, die Seiten hier, die sind ein bisschen flexibel, bieten dann auch einen Aufprallschutz, wenn das Handy mal runterfällt. Und ja, ansonsten ist hier alles abgedeckt. Powerbutton ist abgedeckt. Unten haben wir die Aussparungen für die Lautsprecher, Mikrofon und den Lightning-Anschluss. Lauter leiser Tasten sind abgedeckt und der Mute-Switch, der liegt einmal frei. So, soweit, so gut. Legen wir das iPhone mal ein und schauen, ob das auch wirklich einfach funktioniert. Also einlegen, ein bisschen drücken. Und schon ist das Teil drin und wenn es jetzt hier drin ist, kann man auch sehen, dass die Ränder hier ein bisschen geschützt sind. Obwohl hier Panzerglas drauf ist, steht das Case hier minimal weiter über das Display hinaus. Das heißt, wenn ich es jetzt so mal hinlege, dann schwubbelt das nicht hier auf dem Screen rum, sondern auf den Rändern vom Case. Also da haben wir einen ordentlichen Schutz mit dabei, das gefällt mir gut. Hier der Mute-Switch, der ist noch sehr gut zu erreichen, da ist der Eingriff groß genug. Lauter- und Leiser-Tasten, ja, sind schon ein bisschen schwergängiger, aber man kann sie immer noch ganz gut drücken. Man braucht allerdings etwas mehr Kraft dazu. Hier unten die Aussparungen, ja, kann man sehen, passt soweit. Und dann haben wir einmal hier noch die Möglichkeit, eine Handgelenksschlaufe dran zu befestigen. Dann habt ihr noch eine zusätzliche Sicherheit. Was man aber hier mit Sicherheit auch sieht, oh, dick. Also das ist schon recht dick und schwer jetzt geworden. Man sieht deutlich, bis wohin hier das iPhone geht. Da wird dann auch eine normale Hülle aufhören. Und dann haben wir hier quasi nochmal diese Kammer mit dem Öl und mit dem Sand hinten aufgeflanscht natürlich. Und das macht die Sache doch schon deutlich, deutlich dicker. Das sieht man auch sehr gut hier bei dem Kameraausschnitt. Schaut mal, wie tief die Kamera hier drin liegt. Also das ist wirklich ja, enorm. Das ist als Vorteil zu sehen, wenn das Teil mal hinfällt und fällt hier auf die Rückseite. Da ist ordentlich Material, was hier den Sturz etwas abdämpfen tut. Aber ihr müsst wissen, ja, diesen schönen Effekt zahlt man eben mit ja, einer ordentlichen Dicke von dem ganzen Case hier. Aber der Effekt ist auch wirklich schön. Also, wenn es doch nur ein klein bisschen dünner noch wäre, dann wäre das hier eine echt tolle Sache. So, also viel mehr gibt es auch schon gar nicht mehr hier drüber zu sagen, außer das gibt es in verschiedenen Aufschriften für verschiedene Modelle und mit verschiedenen Farben. Ich habe hier Blau und Gelb, da gibt es noch alles mögliche andere, Orange, Grün und schlag mich tot. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Interesse habt. Das macht auf jeden Fall Spaß, hier mit rumzuspielen. Aber was ich gelesen habe, es soll nicht mehr so einfach sein, das iPhone hier rauszunehmen und das fühlt sich schon auf Flüssigkeit anders hier. Wenn ich hier so drauf tippe, ist ja krass. Das fühlt sich echt an. Da spürt man die Flüssigkeit. Man kann auch sehen, wie ich das hier eindrücken kann ein bisschen. Das buffert man richtig. Also wenn das iPhone da runterfällt, dann hat man hier einen richtigen Flüssigkeitsaufprallschutz sozusagen. Das ist ja interessant. Fühlt sich echt interessant an. Wie so eine Tragetasche mit Wasser gefüllt oder so, wo man ein bisschen drauf trommelt. Sehr schön. Also zum Rumspielen. Schön. Aber bekommt man das Teil hier nochmal leicht rein und raus? Also rein ging ja relativ leicht, aber bekomme ich das iPhone auch leicht hier raus? Denn das, habe ich gelesen, ist so ein bisschen schwierig. Ich drücke jetzt hier oben bei der Kamera mal. Hey, nee, also, ja, mir tut es auch leid, aber ich muss ein bisschen drücken. Yes, da habe ich es draußen. Also einfach ist anders. Also man bekommt es zwar wieder raus, aber ihr seht schon, das ist kein Case, wo ihr dreimal am Tag dann euer Handy rausnehmen möchtet. So, ich glaube, jetzt habe ich aber alles dazu gesagt. Designmäßig klasse, von der Dicke her, vom Rein- und Rausmachen, von der Einfachheit auch so,
Preislich 18, 19 Euro. Wie gesagt, der Link, der ist in der Videobeschreibung, Freunde. Schaut es euch gerne mal an. Wenn ihr einen coolen Effekt sucht, dann ist hier das Elago Sandcase vielleicht genau das Passende für euch. Ich sage da nicht mehr Hello, sondern Tschüss und Goodbye und bis zum nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!